kriegen noch die 6 Sterne voll. Das ist ja schon die ganze Zeit mein Ziel. Hey, wo kommt denn der Schuss her? Du bist doch tot, oder? Nee, jetzt ist er tot. SWAT-Einheit. Müssen wir mal zu härteren Mitteln greifen. Boah, da hat der Polizeiwagen aber Glück gehabt. Warum treffe ich die denn nicht? Ach, der... Das rutscht immer unter dem... Ach, nö, Leute, nicht schon wieder. Das wollt ihr doch nicht wirklich mit mir ausfechten, oder? Na, na, na. Oh, noch ausgewichen. Jetzt aber. Good night. Unsere Energie ist noch ganz gut dabei. Also ich bin ja stolz auf uns, dass wir noch so lange durchgehalten haben. Ah, hier, da unten, da unten, da unten. Komm, wo bist du? Ich hab dich doch grad. Da, 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 da. Rein, 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 rein. Und, oh, daneben. Mann, bleib mal stehen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das hätte mal, hättest du mich lieber mal nicht angeschossen. Manchmal stehen die ja wieder auf, wenn man die einmal erwischt. Deswegen muss man da immer. Okay, ich habe nur noch einen Schuss. Das muss jetzt der goldene Schuss sein. Und? Na komm! Yes! Okay, wir haben 5 Sterne und da kommt jetzt dieser Militärhubschrauber angeflogen. Es wird ernst, Freunde. Na komm, Freundchen. Eieieiei. Okay, den hätten wir schon mal rausbekommen. Ja, du bist jetzt landen, Freundchen. Oh, oh. Wow. Was war das denn? Oh, was ist denn mit dem Himmel los? Ich sag ja, ich hab den Grafikmod installiert. Sieht ein bisschen scheiße aus, ich weiß. Aber auch irgendwie cool. Mal gucken, ob wir das in den nächsten Folgen behoben kriegen. Also, wenn jemand einen Tipp hat, bitte in die Kommentare. Ich glaube, ich hau jetzt mal hier ab. Wird ja doch ein bisschen gefährlich gerade. Ja, Nico, wo willst du denn? Nein, nein, nicht runter. Hallo, Freundchen, bist du... Der läuft hier selber durch die Gegend. Der ist wahnsinnig. Das steigt dir da nicht ein. Hallo, rein da. Da ist der Hubschrauber. Okay. Kann ich mal Buggy? Mal auf der anderen Seite versuchen. Was ist denn mit dem Himmel los? Wie sieht das denn aus? Hier, ich kann euch mal meine Grafikkarteneinstellungen zeigen. Meine Grafikeinstellungen. So. Ich muss das dann mal gegebenenfalls mal neu installieren alles. Ich auch irgendwie... Ihr seht es alles sehr hoch. Hm, kurios. Wenn jemand eine Ahnung hat, bitte einfach in die Kommentare. Ich wäre euch sehr dankbar dafür. Guck mal unten auf das Radar, wir werden ja... Oh Gott, sieht, was ist das denn? Zombie-Mod oder was? Ach du Scheiße. Der Himmel sieht ja echt abgefahren aus. Ich find's ja irgendwie in einer Hinsicht cool. Alles so schön rot. Vom Blut ertränkt. Resident GTA. Nur ist es sehr dunkel. Jetzt frage ich mich echt, wo die Polizei bleibt. Das ist aber diesmal eine lange Verfolgungsjagd, muss ich echt mal sagen.
Ja, ich muss mal überlegen, wie ich diesen Grafikmod deaktivieren kann, beziehungsweise deinstallieren kann. Also das sieht echt ein bisschen bescheuert aus. War eigentlich auch gar nicht so geplant. Suchen wir mal eine neue Angriffsposition. Wuhu! Einfach mal Scheiße machen, das macht doch Spaß. Ich hab ne Idee, warte mal, Ach guck mal, da ist ein Hubschrauberlandeplatz. Ja, warte mal, ich hab ne Idee. Der Himmel lenkt natürlich jetzt enorm ab vom Spiel. Wie spät haben wir denn im Spiel? Okay. Wuhu! Okay, wir fliegen noch, Ja, aber das jetzt... Nein! Der Plan ist fehl. Die hat nicht geklappt. Oh. Nein. Komm, Nico, das überlebst du. Ich dachte echt, der überlebt das. Ja, das war eigentlich nicht geplant. Ich wollte rausspringen und dann aufs Dach. Verdammte Mist. Mal gucken, wie der Himmel jetzt bei Nacht aussieht. Ach, wir haben ja gar keine Nacht mehr. Mano. Ach nee, wenigstens ist die dämliche Tasche jetzt mal weg. Die habt ihr, glaube ich, gar nicht gesehen. Gib mal da Taxi, ihr Freundchen. Gib mal da Taxi, raus da! Irgendwie, ach Mann, mich ärgert das, dass das Spiel nicht normal aussieht. Was ist denn hier los? Ich kann dir mal ganz kurz zeigen, wie es mit dem Grafikmod aussehen würde. Dann würde das so aussehen. So. Aber das packt der PC nicht, Fraps. Samt diesem Grafikmod, also ihr seht, sieht zwar übergeil aus, aber ich habe auch echt eine alte Version von dem Grafikmod. Ich glaube 2.1 oder, ne, warte mal, das ist glaube ich die neueste, ne? Ah, ich habe gar keinen Raketenwerfer mehr. Das ruckelt auch enorm, wie ihr seht hier. Vielleicht müsste ich einfach mal in Grafikeinstellungen rumfuchteln, damit das... Warte mal, das können wir uns hier mal ganz kurz hier angucken. Damit das mal flüssig läuft. Ja, ich probiere es mal beim nächsten Mal aus. Vielleicht können wir dann nur im Eishänzer spielen. Dann sieht das ja richtig geil aus. Guckt euch mal die Grafik dann an. Ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn am Schluss der Himmel doch sehr bekloppt aussah. Und ich werde mich mal ein bisschen jetzt damit beschäftigen, die Grafikeinstellungen alle hinzukriegen. Und dann geht's weiter mit GTA 4. Schreibt mir mal in die Kommentare eure Vorschläge, wie ich diesen mysteriösen roten Himmel da beseitigen kann. Und ob ihr lieber wollt, dass wir im Eishänzer, also mit dem Eishänzer spielen. Also, eure Kommentare in Gottes Ohr. Bis dann, tschüss.